So ein wunderschöner Tag wie heute. Zwei, drei. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Die Zeit vergeht, dabei sollte ein Tag doch niemals vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. Fahren wir, Papi? Ja, um 8, mein Papsilein. Um 8 fahren wir, Fräulein Schnippelbein. So ein Tag, der sollte nie vergehen. Ja, Christian. Ja, vergeht aber, Mary, schneller als disponiert, mein Mäuschen. Wir haben schon einen Rückstand von 14 Minuten und beinahe 11 Sekunden. Wenn wir es aber nun nicht schaffen. Mary! Negativ bin ich allein. Ich bin der gefürchtete Disponent der Stahlindustrie. Meine Dispositionen stimmen immer. Ich weiß. Ja, du weißt, mein Mäuschen. Aber den Rückstand holen wir spielen wieder auf. Los, los, los. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. So ein wunderschöner Tag wie heute. So ein Tag, der dürfte nie Onkel Stefan ist nackig. Nanu. Ich habe das Große losgezogen. Stellen Sie sich vor, Herr Meier, es hat geklappt. Mit wem? Ja, mit Monique natürlich. Herr Hellwig, nun sprengen Sie sich mal aus. Wie soll ich das verstehen? Besser gesagt mit Ihrem Vater. Das wird immer schöner. Wunderschön wird das. Ich habe einen riesen Job in Tirol. Oh, ist es schon 8, Papi? Noch nicht, Babselein, aber bald. So, Nummer 69 hätten wir. Das haben wir auch. 8. Wieso denn bloß? Ich habe doch noch so viel. Los, los, los. Hopp, hopp, hopp. Schnorche, natürlich. Schnorche, natürlich. Die Taucherausrüstung, wo mag die nur sein? Himmel, man muss sich um alles kümmern. Mary, ich muss Mary fragen. Die wird es bestimmt wissen. Schlaf schön. Mary! 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 Ist es schon 8? Ja, es ist, was? Ja, nein, jein! Mary! Es ist erst jein. So, hör doch! Mary! Was ist denn? Wo ist denn die Tauchausrüstung? Im Keller! Im Keller, wer taucht im Keller?